Und zwar geht es um CC Slant. Ja, was ist das überhaupt? Kurz und knackig, CC Slant dient zum Beispiel zum Animieren von Texten. Ja, und zwar folgendes. Es gibt hier in den Effekten Verzerren und dann gibt es hier CC Slant. Ja, was passiert? Ja, schon mal gar nichts. Aber wenn ich hier rund mache, dann sieht man also, dass der Text sich eben in diese Richtung verbiegt in, oder ja, verschiebt, indem ich das hier ja, verschiebe, wie auch immer. So, was kann man jetzt damit machen? Das ist eigentlich ganz einfach. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal den Text hier nehme, transformieren reingehe in die Position und den einfach mal eiskalt aus dem Bild schiebe, weil ich den gar nicht so gerne mag, schieben wir den einfach mal hier raus. So, und dann hier bis zu dieser Position wieder reinschiebe. Entschuldigung, dann passiert Folgendes. Nichts. Guter Witz, oder? Aber wenn ich zum Beispiel hier diesen Keyframe nehme und dann in meine Effekte reingehe und dann CC Slant nehme und jetzt an dieser Position einen Keyframe setze und sage, wenn es an dieser Position angekommen ist und der Text ganz schnell stehen bleibt, dann ein bisschen nach vorne, dann lassen wir ein bisschen in diese Richtung, dann noch ein bisschen nach vorne, dann lassen wir wieder ein bisschen in diese Richtung, vielleicht nicht so viel wie am Anfang, weil sonst sieht man das ein bisschen zu sehr und dann pendelt sich das Ganze auf 0 aus. So, was passiert jetzt, wenn man das Ganze abspielt? Der Text wackelt kurz hin und her. Ja, man sieht es hier nochmal. Genau, so wie wenn er von einer hohen Geschwindigkeit abgebremst wird und dann einfach nochmal hin und her wackelt. Das ist eine sehr interessante Geschichte, weil man damit natürlich nicht nur Text animieren kann. Wenn man jetzt zum Beispiel noch, also hier ein bisschen den Easy Ease macht, ja, dann sieht man, schaut das Ganze noch ein bisschen besser aus. Was ich auch noch machen kann, ist zum Beispiel hier Motion Dingens, Bewegungsunschärfe, das gilt aber nur für den Anfang. Sobald das Ding steht, fällt es weg. Aber auch hier gibt es eine Möglichkeit, und zwar Effekte Vorgaben, CC, Force, Motion, Blur. Und dann bewegt sich das auch, oder ja, dann ist es auch unscharf. Wenn, habe ich das jetzt reingezogen? Nee. So haben wir schon gedacht, da stimmt doch was nicht. Wenn ich es jetzt abspiele, sieht man also im gesamten Bereich eine leichte Bewegungsunschärfe auch hier, weil eben dieses Programmchen dafür sorgt, dass das dann dementsprechend ausschaut. Das ist CC Slant, okay? Lustig, oder? Ja, wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren. Ciao.